endlich Urlaub! Woo! Ja, ich habe Urlaub. Irgendwie brauche ich das jetzt auch. Also erstmal fahre ich zum Folklorum, wie jedes Jahr. Heute Nacht schlafe ich erst nochmal in der Nähe von Nischki, in der Nähe vom Gützdorfer See. Morgen müssen wir dann in Nischki einen Corona-Test machen lassen. Und dann fahre ich direkt da zum Folklorum. Ich schlafe dort, aber schon auf der polnischen Seite, auf dem Campingplatz. Ja. Da bin ich erstmal bis Sonntag, dann 3 Tage beim Folklorum. Und dann habe ich vor, in Richtung Rumänien zu fahren. Ich fahre über die Slowakei. Sollte man, soweit ich jetzt gelesen habe, mit einem Virentest einfach bloß reinkommen. Lass mich dann in Krakau nochmal testen. Ja, da werde ich mir dann auf alle Fälle in der Slowakei die Zipser Burg angucken. Die liegt ja so fast am Weg. Da war ich 2004, 2005, so in der Drehe war ich mal dort. Da waren wir in Levertscher Skifahren und sind da abends mal vorbeigefahren. Da gab es aber noch kein Museum oder es war geschlossen. Jedenfalls war auch keine Werbung für irgendwo dafür gewesen. Und die hatten uns zu. Wir haben ein Auto unten abgestellt und sind hochgelaufen. Oder hochgerutscht. Also jeder Schritt, den du vorwärts machtest, rutschtest du nochmal 3 Schritte zurück. Das war ein Abenteuer, da hochzukommen. Dann standen wir oben aber vom verschlossenen Tor und konnten durch mal in den Hof reingucken. Ja, und dann geht es jedenfalls weiter Richtung Rumänien. Ich habe mir aber keinen richtigen Plan gemacht. Wollte ich ursprünglich machen, da ich gesagt habe, der erste Tag da, zweiten Tag dorthin und was weiß ich. Und habe dann in Google Maps alle möglichen Sachen markiert, die man sich mal angucken könnte oder sowas. Und habe dann festgestellt, das schaffe ich ja gar nicht in 3 Wochen. Und da habe ich gesagt, du fährst ganz planlos. Die Orte sind ja alle markiert, da brauche ich bloß in die Karte gucken, was da ist, wo ich gerade bin. Und wo ich in der Nähe bin. Und fahre eigentlich so wie richtig Urlaub halt. Also wenn ich keine Lust habe, dann bleibe ich halt mal 2 Tage länger an dem Ort. Rumänien hat ja den Vorteil, dass man da überall campen kann, wo man Lust hat. Und nie unbedingt auf frische Campingplätze angewiesen ist. Ich werde dann trotzdem ab und zu mal einen Campingplatz aufsuchen. Zum einen würde ich doch alle paar Tage mal gerne duschen. Ich kann mich ja am Auto waschen, ich habe ja hier einen großen Wassertank drinnen und hinten einen Wasserhahn. Wasser kann man sich überall an der Tankstelle holen. Ja, da habe ich heute Vormittag. So, jetzt kommt die erste Sehenswürdigkeit auf meiner Tour. Die Burg Stolpen. Aber die lassen wir einfach am Wegesrand liegen, da fahren wir durch. Können wir für Rumänien üben, hier ist der Bahnübergang. Und davor ist ein Schild, Achtung, Querrinne. Das war auch schon ein ziemlich heftiger Schlag hier. Hab ja aber gleich rumänisch abgebremst. Soll in Rumänien ganz schlimm sein mit den Bahnübergängen.
Lassen wir uns überraschen. Das Beste hatte ich einmal bei den Tschechen gehabt, wenn man von Uchti Richtung Baratal fährt und in Telnice kommt ein kleiner Bahnübergang. Dort habe ich nie dran gedacht und bin mit Schwung dort angekommen. Da hänge ich mit allen vier Rädern in der Luft. Hat ganz schön geplaut, ist aber nicht kaputt gegangen. Rassen oben drauf, trifft er mit seinen schönen Klaus. Ob FKK, ob Hochschlossen, ob Barfuß oder in guten Flossen. Am weißen Strand herrscht buntes Treiben. Sie braune Körper aneinander reiben. Ich bin ja so verschossen. Den lerne ich auch mal sprossen. Im Leben nicht verschossen. Tina! Ist doch nicht prima! Wenn wir uns dann irgendwann aus dem Bett gequält haben, machen wir Frühstück. Und ja, dann muss ich noch mal gucken, wo ich mich ja testen lassen kann. Ich hatte Apotheke und Krankenhaus, geht's von Besen, geht's sicher. Ja. Und dann müssen wir über die Grenze. Da reicht dann auch der aktuelle Test. Wenn die überhaupt kontrollieren und was wissen wollen. Beziehungsweise man kann auch tagesweise bloß rüberfahren. Wenn ich denen erzähle, ich bloß heute, bloß den Tag mal rüber will, dann dürfte das auch kein Problem sein. Na gut. Ich weiß nicht, ob man die Nebelschwaden sieht, die hochsteigen. Wenn ich sehe, dürfte ja in der Kamera nicht zu sehen sein, dafür steht sie zu tief. Stand jetzt jedenfalls super hier die Nacht. Den Platz habe ich auch wieder im Park for Night gefunden. Nie erst selber gesucht. Ja, machen wir noch gemütlich Frühstück. Der zweite Kaffee sitzt gerade auf dem Herd. Dann werde ich mich in Nizki testen lassen und dann fahren wir gemütlich darüber. Ja, und am Sonntagmittag ungefähr werde ich dann dort losfahren. Also ich werde früh nochmal gemütlich über das Folklore rumschlendern. Vormittags. Vielleicht dann so, ich sag mal, spätestens um 2 oder so. Danach packen wir sozusagen das Zelt ein und dann machen wir los. So, machen wir erstmal nochmal einen Kaffee. Das Zelt ans Auto gebaut. Passt hier sogar noch besser als in meinem alten Auto.
Ich stehe direkt vor dir, es kocht und brodelt, doch ich stehe einfach nur da. Und dann setze ich einen Blick auf, außer Interesse, weil alles bedeuten kann. Ich denke mir dabei trotzdem, ey, ist dir aufgefallen, vor dir steht ein Mann. Und er findet dich so scharf, dass du das gar nicht glauben kannst. Und er will alles mit dir machen und du nimmst nicht mal seine Hand. Doch Gedanken lesen kannst du nicht und sein Blick, der tut den Rest. Hätte schon klappen können, doch den schaffe ich nicht. Ich dafür doch nur einen adäquaten Sender hätte und unter Druck nicht so verkrampft und sowieso ein toller Hecht, der immer genau wüsste, wer die Welt aufkommen. Das ist gar nicht mit jeder Welt. Sieht harmlos aus. Ist aber überall in jeder Badewanne da. Jeder Hand, Handspray. Pass auf, Lea, lieber Leopard, ich sortiere jetzt, wenn ich hoffe, sage, wechseln auf. Drehst dich und bau. Wenn du das schaffst, kein Bier, aber vielleicht Applaus. Ein Applaus nochmal für unseren Leopard. Hat sie wirklich Kranzengeld gesagt? Ja. Also eine Beerdigung, ja. Hallo, Freunde! Immer wieder vom Olympia, immer wieder auf den Berg hinauf, so ist das mit des Lebens Lauf. Wann ist das angefangen? Der letzte Zug ist gerade wieder. Ohne dich abgefahren und du entscheidest dich, vom letzten Viertel war ein Bier zu kaufen und nach Hause zu laufen. Die Lottofee hat ausgesorgt und du hast dir gerade was gebraucht und kannst nicht am Ende des Lappen tun, als Held.
immer wieder auf und ab, immer wieder vom Olympalab, immer wieder auf den Berg hinauf, so schnapp mit der Schlingfenslauf, immer wieder kommt die Nacht zu dir, mit der Sonne ab, um mich zu gewinnen. Immer wieder geht ein Traum ins Netz, es ist wahr, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist das nicht an sich, sagen die anderen, so für dich. Lediglich so, dass du ganz schön verpeilt bist und deine Chancen immer wieder verpasst. Man nennt dich Hans im Glück und wie das endet, das weiß man. Das Licht am Ende des langen Tunnels erlischt. Immer wieder auf und ab, immer wieder vom Olympus ab. Immer wieder auf den Berg hinauf, durch Neustadt mit des Lebens Lauf. Immer wieder kommt die Nacht zu dir, mit der Sonne ab, um mich zu bewehren. Immer wieder geht ein Traum ins Netz, es ist wahr, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch an den guten Tagen lässt du den Zug einfach saus. Schmeckst dich aufs Rad, um im Triumph am Staub vorbeizubrausen. Mit einem Siegerlächeln fährst du in den Tunnel hinein und schaltest ganz am Ende das Licht wieder ein. Immer wieder auf und ab, immer wieder vom Olymp herab. Immer wieder auf den Berg hinauf, so ist das mit des Lebens Lauf. Immer wieder kommt die Nacht zu dir, mit der Sonne lang, auf mich zum Weg. Immer wieder geht ein Traum ins Netz, es ist wahr, die Hoffnung stirbt zuletzt. Letzte Bahn verpasst, vor 8 Minuten schon, lass uns laufen. Ein Anruf verpasst, 13 Tagen schon, das heißt genügend. Fotoalben liegt ausgebreitet auf dem Tisch, die Wochen und Lass mich durch, ich bin Arzt.
was in dieser Welt läuft falsch, dass du nicht sagen kannst, dass sie schön ist. Was in dieser Welt läuft falsch, dass du nicht hören kannst, dass du schön bist. Die beste Zeit ist jetzt. Heb die Kiesel auf, die du verfallen lässt. Komm nicht mehr zurück. Heb deine Träume auf, die du längst liegen lässt. Die gehören zu deinem Glück. Hey! Dann natürlich drei Münzen im Glas. Ja. Eins, zwei, drei. Das ist unglaublich. Und jetzt die letzte Münze. Okay. Also, eins, zwei, drei. Hey! Wollt ihr das sehen? Ja! Okay. Dann alle vier Münzen auf einmal durch den Tisch für vier Münzen. Natürlich klar, braucht man noch viermal so viel Magie. Und die Magie ist hier überall. Man sieht sie nicht, aber man kann sie sich einsparen. Und dann lässt sich das Ganze ganz viel abdecken, weil man das Glas durchsichtig, da kommt die Magie wieder raus. Simpelste Physik. Und so. Jetzt muss es klappen. Okay, vier Münzen auf einmal auf den Tisch. Ich glaube, die Münzen lagen nicht genau übereinander. Kann gar nicht funktionieren. Nochmal. Vier Münzen einmal durch den Tisch. Okay.
weiß echt nicht, was hier schief läuft. Okay, noch ein Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, lass ich. Okay. Mir kommt Tanz, Tanz mit dir, wir machen Tanz.